Für viele sehr junge Menschen ist es ein großer Traum, eines Tages mal berühmter YouTuber zu werden. Man verdient viel Geld, hat Fans und viele kennen deinen Namen. Doch wie ist das Leben als YouTube-Star eigentlich wirklich? Willkommen bei Wissenswert. In diesem Video stellen wir vor, wie die größten deutschen YouTuber eigentlich privat leben und wünschen euch viel Spaß. Beginnen wir direkt mit Julian Bam. Kein deutscher YouTuber erreicht regelmäßig so viele Aufrufe wie er. Und doch ist Julian Bams Privatleben im Vergleich zu anderen YouTube-Stars relativ unbekannt. Er prahlt nicht mit seinem Auto oder mit Reisen im Privatjet, stattdessen ist er fast schon bodenständig. Natürlich gibt es aber eine Sache aus seinem Leben, die wohl jeder Julian Bam-Fan bereits sehr gut kennt. Und zwar seine eigene Villa und der dazugehörige Pool, beziehungsweise die Pool-Baustelle. Immer wieder zeigt Julian ganz offen auf seinem Zweitkanal, mit welchen Bauprojekten er auf seinem großen Anwesen so beschäftigt ist und gewährt seinen Zuschauern so einen Einblick in seine private Wohnsituation. Doch wie lebt Julian eigentlich abseits von YouTube? Und was beschäftigt ihn neben dem Filmemachen noch so? In einigen Interviews zeigte sich Julian sehr offen über sein Leben abseits der Kameras. Vor allem letztes Jahr bestand sein Leben durch seine eigene Tanzschule fast nur noch aus Arbeit, was bei Julian einige schwere Downphasen auslöste. Vor allem sein fast schon perfektionistischer Anspruch führt auch heute noch dazu, dass ein Arbeitstag in seinem Leben morgens um 8 beginnt und erst gegen 2 oder 3 Uhr nachts endet. Da Hardworking sein Lebensmotto ist, hat er eigentlich gar keine Freizeit oder überhaupt ein Privatleben. Er erklärte vor kurzem, dass er lange Zeit sogar die digitale Welt als die reale empfunden hat und erst seit neuestem auch wieder das starke Bedürfnis hat, mal etwas außerhalb der digitalen Medienwelt zu unternehmen. Seine Freizeit verbringt er heute auch mal einfach damit, in der Natur spazieren zu gehen oder das Handy und den PC für längere Zeit komplett auszuschalten. Auch Arbeiten im Garten seiner Villa, wie etwa der Bau des eigenen Pools, bringt Julian auf andere Gedanken. Das Anwesen in Aachen verfügt über eine gigantische Glasfront, eine moderne Designerküche und ein riesiges Wohnzimmer. Übrigens, da seine Villa inzwischen ständig zum Drehen genutzt wird und somit Julian kaum noch eine private Rückzugsmöglichkeit bietet, mietete er sich vor einigen Monaten zusätzlich noch eine eigene Wohnung. Diese dient ihm dazu, die Arbeit komplett hinter sich lassen zu können und ermöglicht ihm noch mehr Privatsphäre. Neben der Wohnung hat sich Julian auch noch einen neuen Mercedes gegönnt. Doch statt Limousine oder Sportwagen entschied sich der YouTube-Star für eine günstigere A-Klasse. Weiter geht's mit Unsympathisch TV. Obwohl Sascha Hellinger eigentlich schon seit 2014 Videos auf YouTube hochlädt, hat er vor allem dieses Jahr einen riesigen Hype erschaffen. Saschas Videos erreichen aktuell in nur wenigen Stunden viele hunderttausende Aufrufe. Und vor kurzem hat selbst ein einsekündiges Video, in dem er niest, 1 Million Aufrufe erreicht. Im Vergleich zu vielen anderen YouTubern steckt in den Videos von Sascha allerdings meistens übermäßig viel Arbeit. Vor allem sein Schnittstil und seine aufgesetzt ernste Art verhalfen Unsympathisch TV zum extremen Erfolg. Aber wie lebt Sascha eigentlich abseits von YouTube? Und womit verbringt er seine Freizeit? Viele wissen bereits, dass Sascha eng mit InScope21 befreundet ist und auch mit einigen anderen YouTubern Kontakt hat, wie etwa Tim Gabel oder auch Justin. InScope21, also Nico, kennt Sascha bereits seit seiner Schulzeit. Die beiden waren keine Überflieger im Unterricht, allerdings schaffte Sascha noch knapp sein Abi. Er schrieb sich danach sogar an der Uni ein und studierte Experimentalphysik, brach das Studium einige Wochen später jedoch wieder ab. Seit nun 2 Jahren lebt Sascha inzwischen alleine und sein Fokus auf YouTube als Haupteinnahmequelle hat sich immer mehr verstärkt. Sein Alltag sieht inzwischen so aus, dass er 1 bis 2 Mal die Woche ein Video produziert. Im Vergleich zu einem Julian Bam verbringt Sascha jedoch nicht den ganzen Tag nur mit Arbeiten. Er beginnt mit dem Schnitt nach eigener Aussage oft erst an dem Tag, an dem das Video auch online kommt. Während er längere Zeit mit einem Kumpel zusammengewohnt hat, besitzt Sascha seit einigen Monaten sogar seine eigene Wohnung. Sie befindet sich in Stuttgart und verfügt über 2 Etagen, wie auch eine Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Neben einer teuren Wohnung besitzt Sascha seit längerem auch ein teures Auto. Und zwar eine Mercedes AMG E-Klasse im Wert von 121.000 Euro. Machen wir weiter mit Simon Desio. Seit 2009 veröffentlicht der 28-Jährige regelmäßig Videos auf YouTube. Damals war Joshua Weißleder, wie Simon mit bürgerlichem Namen heißt, vor allem als Halfcast Germany bekannt.
Seit einigen Jahren trägt sein Hauptkanal nun allerdings den Namen Simon Desio. Dass Simon sehr gut verdient, ist kein Geheimnis. Mit über 4 Millionen Abonnenten und fast 1 Milliarde Videoaufrufen hat er sich bereits ein finanzielles Polster aufbauen können. Auch auf seinem Instagram-Account präsentiert er seinen knapp 2 Millionen Followern regelmäßig Produktplatzierungen für große Marken. Doch bei all diesen Einnahmen stellt sich die Frage, wie lebt der YouTube-Star eigentlich privat? Und für was gibt er sein Vermögen so aus? Abseits der sozialen Netzwerke lebt Simon recht extravagant. Die meiste Zeit verbringt er mit seiner Freundin Inisa, die selber auch in seinen Videos zu sehen ist und dieses Jahr sogar bei Germany's Next Topmodel teilnahm. Das Leben des jungen Paares besteht zu einem großen Teil aus Reisen. Sie fliegen nach Dubai, auf die Malediven, nach China und in die USA. Für ihre Reisen nehmen Simon und Inisa keine Linienflüge. Das Paar reist grundsätzlich im Privatjet. Genauer gesagt nutzen sie die Dassault Falcon 2000. Ein Jet, das man für 5.300 Euro die Stunde mieten kann. Wenn Simon und seine Freundin mal nicht im Urlaub sind, verbringen sie ihre Zeit in ihrer Heimatstadt Hamburg. Dort beziehen sie eine großräumige, moderne Wohnung. Ebenfalls mietet Simon ein Loft in der Hafenstadt, das er als Studio für seine Videos nutzt. Simon behauptete vor kurzem, dass er inzwischen in dieser Luxusvilla im Wert von 2,8 Millionen Euro leben würde. Doch da er sich in den Videos danach auch immer wieder in seiner alten Wohnung zeigte und bei der Vorstellung seiner angeblichen Villa sogar noch die Klamotten des Vorbesitzers im Kleiderschrank hingen, ist das wohl eher wieder einer seiner typischen, nicht aufgelösten Pranks. Einen Luxus besitzt Simon Desio allerdings wirklich, und zwar in seiner Garage. Seit über einem Jahr fährt er einen Lamborghini Huracan im Wert von 200.000 Euro. Weiter geht's mit Baby's Beauty Palace. Obwohl Bianca Klaassen schon seit 2012 Videos auf YouTube hochlädt, erreicht sie auch heute noch regelmäßig hohe Klickzahlen. Da Baby mit Bilou auch noch eine eigene Produktmarke besitzt, hat sie bereits im Alter von erst 26 Jahren ein Vermögen von mehreren Millionen Euro. Während manche große YouTuber ihr Privatleben eher geheim halten, macht Baby ihre Familie und ihr ganzes Leben zum Teil ihrer Videos. Ihre Schwangerschaft und die Geburt ihres Sohnes dokumentierte sie sehr ausführlich auf YouTube. Und auch ihr Ehemann Julian taucht permanent in Videos von Baby auf. Zusammen wohnt das junge Paar in Köln. Und zwar in dieser Luxusvilla. Das Gebäude verfügt über einen Indoor-Pool, eine Sauna, sowie einen Fitnessraum mit Laufband und Hantelbank, ein riesiges Wohnzimmer mit Kamin und eine Designerküche. Die Villa besitzt einen geschätzten Wert von 2 Millionen Euro. Neben der Villa besitzt Baby auch noch eine weiße Mercedes AMG S-Klasse im Wert von 163.000 Euro. Doch wie verbringt Bianca Klaassen eigentlich so ihren Alltag? Wenn Baby mal keine Videos für ihren Kanal aufnimmt oder unternehmerisch aktiv ist, reist sie sehr viel. Vor allem die USA ist das Lieblingsziel von ihr und ihrem Mann Julian. Ein großer Vorteil, den das Reisen für das junge Paar bietet, ist die Privatsphäre. Wie Baby in einem Interview erklärte, kann sie kaum noch rausgehen, ohne erkannt zu werden. In anderen Ländern kann sie sich hingegen frei bewegen. Obwohl die beiden nun Eltern sind, hält das Paar nicht davon ab, weiter auf Reisen zu gehen. Sie beschäftigen übrigens inzwischen sogar extra eine Nanny, damit sie auch mal Pause vom Elterndasein machen können. Kommen wir nun noch von Baby zu Dagi B. Auch wenn die 25-Jährige inzwischen nur noch sehr unregelmäßig Videos auf YouTube hochlädt, ist sie immer noch eine der bekanntesten deutschen Persönlichkeiten auf der Plattform. Mit ihrer Kosmetikmarke Boutique schaffte es Dagi sogar in den internationalen Markt. Und auf Instagram postet sie fast täglich neue Bilder für ihre knapp 6 Millionen Follower. Aber wie sieht eigentlich Dagis Privatleben aus? Seit Sommer letzten Jahres ist sie mit Eugen Kasakov verheiratet. Der 25-Jährige unterstützt Dagi bei ihren Unternehmen, wie etwa dem Dagi-Shop oder Boutique, und ist zudem auch als Regisseur von großen Musikvideos tätig. Das Paar wohnt zusammen in Düsseldorf und betreibt von dort aus auch ihre Unternehmen. Die gemeinsame Wohnung der beiden verfügt über 2 große Bäder, ein eigenes Ankleidezimmer, wie auch ein riesiges Schlaf- und Arbeitszimmer. Ebenfalls hat das Paar auch noch einen eigenen Hund. Und zwar einen Zwergspitz mit dem Namen Sula. Neben ihrer Arbeit leben Dagi und Eugen den typischen Influencer-Lifestyle. Mehrmals im Monat reisen sie um die Welt und machen Urlaub in edlen Hotels in Dubai, Paris, Mykonos oder Venedig. Vor kurzem mietete Dagi sogar eine ganze Villa in Los Angeles für unglaubliche 1.889 Euro die Nacht. Die Villa diente ihr allerdings auch als Büro, da sie geschäftlich für ihre Kosmetik
Kosmetikmarke unterwegs war. Wenn Dagi mal nicht im Ausland unterwegs ist, verbringt sie ihre Zeit viel mit Arbeiten. Um zu Geschäftsterminen zu gelangen, nutzt die 25-Jährige in der Regel ihr eigenes Auto. Da Dagi absoluter Mercedes-Fan ist und bereits ihr erstes Auto eine A-Klasse war, besitzt sie seit 2 Jahren nun sogar das noch teurere AMG E-Klasse Coupé in Weiß. Übrigens, falls ihr selber auf YouTube durchstarten wollt, haben wir jetzt noch einen genialen Tipp für euch, mit dem ihr noch erfolgreicher werden könnt. Vor allem, um sich etwas hervorzuheben, ist das beste Mittel, eure Videos sehr professionell zu gestalten. Dafür braucht man vor allem eine gute Schnittsoftware. Die wohl beste Schnittsoftware für Einsteiger ist Filmora 9. Mit Filmora könnt ihr ohne große Vorkenntnisse Videos schneiden und ganz einfach sehr coole und beeindruckende Effekte einfügen. Über die dazugehörige Plattform Filmstocks könnt ihr zusätzlich auf eine riesige Auswahl an bereits vorgefertigten Effekten zurückgreifen, die ihr dann in euren Videos einsetzt. Wenn ihr also mit einfachen Mitteln professionell wirkende Videos erstellen wollt, können wir euch Filmora nur empfehlen. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr zum Programm. Das war's jetzt auch schon mit unserem Video. Was denkt ihr denn über das Leben der YouTube-Stars? Beneidenswert oder vielleicht doch gar nicht so besonders, wie ihr vielleicht dachtet?